Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. So, ihr seht schon, hier ist ein bisschen umgebaut, ein bisschen verändert, denn ich habe das ganze System ein bisschen überarbeitet. Ihr seht schon, die Kisten sind relativ leer und zwar habe ich herausgefunden, dass wahrscheinlich das sozusagen wie eine Loop funktioniert hat. Also so denke ich es mal, dass er sozusagen zum nächsten Punkt das wieder reingeschickt hat und halt so im Kreis. Wie ich es jetzt gelöst habe, ist, ich habe den zwei sozusagen gesagt, was sie exportieren dürfen und habe dann dementsprechend das rausgeschickt. Ich werde das gleich in Zukunft mit der Blacklist machen, dass ich einfach alles durchziehen kann und dann dementsprechend die Prioritäten gelistet sind. Das werden wir jetzt aber gleich auch durchziehen, denn wir werden jetzt die restlichen Filling-Dinger hier befüllen und die mit voll machen, denn wir müssen langsam anschauen, dass das System hier Platz hat. Ihr seht schon, wir haben 52.000 Oakwood und 25.000 Sticks. Das ist eine Menge. Und deswegen würde ich gerne jetzt mit Dirt anfangen. Hier sind zwar nicht unbedingt so viele, aber ich will trotzdem sozusagen alles, was von dem kommt, direkt mal in Filling-Teile tun. Dass die auch alle in dem Kabinett drin sind. Jetzt gehen wir hier Folder. Holen wir uns die Folder und machen die dann schnell. So. Und dann geben wir die Folder. Dafür brauche ich wieder eine freie Hand. Ging sich genau noch aus. Jetzt ist der voll. Und jetzt sieht man schon, das Dirt Resin läuft schon alles rein. Dann schauen wir uns mal eine unserer Kisten an. Die hat auch, die hat Iron Resin drin. Was haben wir denn hier ganz viel zum Beispiel? Diamond Resin ist hier sehr hoch im Kommen, wie ich sehe. Bedeutet, wir müssen das auch noch vorbereiten. Dafür machen wir jetzt auch noch einen Filling Cabinet. Oder Folder. Wie heißt du? Filling Cabinet. Okay. Ein Filling Cabinet bräuchte man dafür noch. Filling Cabinet wäre noch super. Machen wir halt noch ein paar mehr, so. Stört ja keinen. So. Dann wird direkt der Storage Link noch angeschlossen. Und Priorität minus 10. Die auf Blacklist. Und dann können wir jetzt sozusagen die nächsten Sachen wieder nehmen. Alles hoch, was wir gerade nicht brauchen. Und dann gehen wir auf Diamond. Und dann können wir hier sagen, okay, wir brauchen dich. Wir wollen dich. Wir wollen dich. Genauso wie dich haben. Die Diamonds, ah, da kommen so viel, werden dann nicht aufkommen. Und dann gehen wir noch, sagen wir jetzt auf Redstone. Wir nehmen einfach mal die ganzen typischen Baumsachen, die es hier gibt. Und tun die in so Cabinets rein. Sind es genau 8 Stück, bedeutet es geht sich genau noch schön aus. Dann tun wir die hier schön reinsetzen. Zack. Und bewegen die langsam. Von A nach B. Perfekt. So. Dann gehen wir wieder hier rein. Und schon fängt es an, sich da reinzusetzen. Redstone. Und dann, wenn das fertig ist, so, dann nehmen wir uns eine Kiste, zum Beispiel die hier, die ist noch voll auch mit Holz. Und bewegen die. Ja, das ist ein dezenter Aufwand. Aber bewegen die hier hin. Wir können hier live zusehen, wie eine Kiste entleert wird. Das geht relativ flott. Und jetzt, was man einfach machen kann, ist zum Beispiel einfach von Blacklist auf Whitelist machen, das alles wegnehmen. Zack. Und sortiert er alles durch. Klar, ist vielleicht nicht die effektivste Methode, aber wenn man eine Kiste mindestens frei hat normalerweise, sollte das eigentlich gehen. Außerdem habe ich, glaube ich, habe ich hierhin ihn hier gestellt.
Das haben sie, das... Oh. Da haben sie wieder Blödsinn gemacht, meine Freunde, so. Da muss das hier rein. Das kann es zurück ins System. Ich habe hier versucht, einigermaßen ein System zu entwickeln, damit sozusagen immer die Ressourcen einfach hier auf Lager sind. Und ich nachträglich sozusagen das einfach befüllen kann. So kommt man natürlich dann noch besser an Kisten ran. Jetzt haben wir hier noch Kisten. Genauso habe ich da noch zwei weitere Compact Chests im Inventar. Und dafür brauchen wir jetzt halt dann dementsprechend mal einen neuen Platz, an die alle Maschinen gebracht werden. Und das müssen wir jetzt dann auch aussuchen. Weil ich habe überlegt, dass ich hier sozusagen jetzt die Wand hochziehe mit den Kabeln. Und dann hier so da oder halt dort dementsprechend die Storage Links anbringe. Die mit den normalen Standard. Weil die werde ich auf jeden Fall auf 0 lassen. Weil sozusagen dann sage ich, 0 ist der Standard und alles drunter ist sozusagen priorisiert. Und ich glaube, das ist auch gut so. Kobbel. Brauche ich jetzt noch. Kobbel müssen wir jetzt auf jeden Fall auch ins System anschließen. Vor allem mit dem Filling Cabinets sollte das gut funktionieren. Auf jeden Fall vielen Dank für Tipp. Ich zeige dir dann auch nachher noch die. Oder die, den Monster Spawner. Wie gesagt, der wird keine große Drop Rate haben. Ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, das Top-Modell, würde man ja heute sagen. Sondern es ist ein relativ. Das Modell, was es schon lange, lange gibt. Ich kenne es halt so und habe es auch immer so verwendet. Und bin bis heute davon sozusagen noch Nutzer. Weil ich einfach, keine Ahnung, ich bin es gewöhnt, ich mag es. Und dementsprechend verwende ich es auch, ne? So. Und jetzt kommen die Kisten dran. Und dann können die direkt befüllt werden mit dem neuen Zeug. Sieht man schon, die wird schon direkt befüllt. Mit allem, was wir noch haben. Hier zum Beispiel Neverrack und alles. Was haben wir hier? Cottonwood zum Beispiel. Das muss dann alles irgendwann rausgetan werden. Aber Vorteil ist natürlich, wenn man hier das so aufbaut. Es schaut, finde ich, nach einer Zeit sauberer aus. Wenn die Kisten schön aneinander hängen. Glaube ich, haben wir dann ein schönes System. Und meine Idee ist jetzt, das werde ich dann aber machen, wenn ich sozusagen. Werde ich offline auf jeden Fall machen, wahrscheinlich. Ich werde die. Ich werde die ganzen Kisten einfach von A nach B räumen, entleeren, drüben wieder anhängen und dann an das System anschließen. Das sollte gut funktionieren und das muss man halt immer an welchen Filter, also diesen Filter drüben anbringen. Das sozusagen drüben macht. Was ich beziehungsweise auch machen kann, ist einfach die abhacken, wenn die fertig ist. Man kann jetzt sie frontal hinsetzen. So, das schaut dann noch einiges netter aus. Danach muss ich hier irgendwie seitlich dann hinkommen. Aber die Kisten werden auf jeden Fall schön voll. Sie werden sauber voll. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den ich finde, der doch sehr wichtig ist, dass du sie halt wirklich sauber voll kriegst. Und das Ganze wird auf jeden Fall entlastet. Wenn wir jetzt hier gucken, schon extrem viel drin. Hier allein 66.000 Oakwood. Das ist schon heftig. Das muss man schon lassen. Der brennt auch immer noch brav sein Zeug durch. Ja, ihr habt schon wieder einen Clock gemacht. Geil. Wieder reinfüllen das Ganze. Und so wird das sozusagen langsam alles gemacht. Und bedient. Jetzt sieht man schon, die Kiste ist auch leer. Kann man nicht wieder wegnehmen. Bringen sie drüben im neuen Kistensystem an. Und das war falsch, da sieht man schon. Ich habe einen Fehler gemacht. Das schaut viel besser aus. Jetzt hast du dann hat man die Kisten rein hier vorne. Und man kann dann langsam anfangen, hier sozusagen dieses Kuddelmuddel von früher abzubauen. Was echt nicht mehr tragbar eigentlich ist. Aber die restlichen werde ich erst weitermachen, wenn ich noch ein bisschen weiter das alles einsortiert habe, weil immerhin. Wenn wir gucken, hier schau, man sieht jetzt, die passen 8 Stück jeweils rein. Bedeutet, wir können die anderen Filling Cabinets, die wir auch haben, dann hier noch platzieren. Die werde ich wahrscheinlich dann wirklich hier irgendwo noch lang platzieren, dass ich hier sage, okay, hier kommen noch einige hin. Also ich würde. Warte mal, das geht nicht. Warte mal, das geht nicht. Und ich platziere die halt auch da drüben.
Vielleicht mache ich einfach, dass ich hier sage, hier kommen noch Filling Cabinets hin. Werde ich wahrscheinlich, warte mal, das machen wir sogar. Wir kacken das ab, genau. Wir hacken das kurz vom System ab. Gib mein Ding wieder her. Voilà. So. Und jetzt schließen wir hier die Filling Cabinets an. Natürlich ist das passiert so. Jetzt haben wir die Filling Cabinets, die wir angebracht haben. Da werde ich auch die Verkabelung hier irgendwann nochmal ein bisschen neu machen. Aber ich finde, der schaut schon echt schick aus. Das ist, wie gesagt, die kann man ja reintäuschen, wahrscheinlich auch nehmen und dann verschieben. Dann kommt hier noch eine Reihe Filling Cabinet Zeugs. Aber wenn die jeweils hier reinpassen, sind da jetzt zum Beispiel dann hier Neverrack und Cottonwood drin und so Zeugs. Das füllt sich halt dann alles an. Mit jedem neuen Sapling tun wir das dann auffüllen, würde ich sagen. Damit wir einfach wirklich ein extrem gutes System kriegen. Und die ganzen Kisten werde ich jetzt dann auch nach da drüben auf anfangen zu räumen, damit einfach diese Kisten auch immer voller werden. Jetzt ist zum Beispiel die schon voll, die müsste jetzt schon wieder raus. Und dann mache ich hier irgendwo ein Kabel runter, zum Beispiel hier, mit drei außen rum. Und die sollen per Stack dann einfach die auf einen Schlag leer räumen, wieder einsortieren. Dann kannst du jede Kiste einfach nehmen, raus, nehmen, raus, nehmen, raus. Und halt damit einfach schauen, dass die ganze Zeit die Kisten, ja, sozusagen, ordentlich bleiben, weil es ist um einiges einfacher als jedes Mal mit einer Blacklist zu arbeiten und mit einer Whitelist. Finde ich auf jeden Fall. Und vor allem mit dem jetzigen System ist es, ja, ich nenne es mal nicht lukrativ. Und ich glaube, mit einer so schönen ordentlichen Wandlösung, jetzt haben wir hier schon so einen Übergang, dann bringen wir das einfach dort an. Dann sollte das auf jeden Fall passen. Und jetzt kann man auch wieder ohne Probleme was suchen. Man findet es auch. So, ich stelle hier noch schnell eine Fackel im Hintergrund auf, damit hier das auch ja dunkel ist. Werde ich unten dann auch weiterbauen. Schauen wir, ob ich das werde ich wahrscheinlich aber das nächste Mal machen, dass ich hier alles vollräume, eine wirkliche Wand draus mache und auch die Filling-Kämpfe. Da zeige ich euch dann sozusagen das Ergebnis beim nächsten Mal. So. Die Bi hat gesagt, er würde auch gerne mal meinen Mob-Spawner sehen. Das will ich ihm auch nicht verwehren. Wir kommen, glaube ich, aktuell bloß nicht rein, weil ich keine Leiter hochgebaut habe. Aber ich kann ja mal so circa sagen, was da abgeht. So. Im Grunde relativ simpel. Wie gesagt, ist ein uralt System. Man hat vier Wasserströme. Dafür ist schon nichts runtergefallen. Aktuell, wie gesagt, sehr ruhig. Man kann immer noch ein Layer und Layer und Layer drauf tun. Und dann wird es effektiver normalerweise. Ich habe jetzt hier unten so kleine Slabs gemacht, damit ich reinschlagen kann, weil ich letztens da Androids drin hatte und die sind nicht gestorben. Die musste ich dann mit einem Schwert nachschlagen. Und man sieht, es ist passiert eigentlich nichts. Ich weiß auch nicht, wie effektiv ich es designt habe, im Gegensatz zu früher. Und ja, wir sind da ein zwei tiefes Loch. Da läuft dann Wasser drin und hört genau bei dem Übergang. Ups, auf. Oh. Und das sind halt so Spawnplätze und ich habe da jetzt überall noch so Trapdoors platziert, damit sie denken, da können sie drüber laufen. Die sind aber eingeklappt und dadurch fallen sie dann da durch. Ja, ein relativ, ich würde sagen, simples System. Hat bis jetzt immer gut funktioniert, oder früher immer gut funktioniert. Ich habe es hier hingestellt, werde vielleicht noch ein, zwei Etagen und schauen wir mal, was es noch in Zukunft für Technologien dafür gibt. Wie gesagt, und Regenlicht ist es natürlich auch noch. Ja, aber soll jetzt auch nicht unbedingt die größte Sache hier bleiben. Aber wie gesagt, wir müssen eh das Ganze ein bisschen umbauen aus von der simplen Anfangstechnik zu der neuen modischen Technik. Jetzt haben wir hier auch unseren Thermal Generator schon. Und ich hätte gerne einen Raum dann auch, wo wir, ja, wie soll man sagen, wir einfach Lava produzieren können. Ich nehme den jetzt mal so mit einfach. Also er hat das doch, ich weiß nicht, ob er das dort, ich hoffe schon. Denn ich würde das gerne unten anschauen, im Keller, wo das Ganze natürlich ein bisschen regengeschützter ist. Das wäre natürlich praktisch, denn ich habe mir gedacht, wir können ja so Import und Exporter machen, die so gelistet sind. Wenn ich jetzt hier so ein Auto klicke, zum Beispiel, wie ich hatte, warte mal, wo ist denn der Button, den ich brauche? Einen Autoklicker.
Den kann ich ja rein theoretisch wahrscheinlich was importieren. Das müssten wir uns halt anschauen. Das ist ein Storage Exporter. Ja, da bräuchte ich dann gleich mal einen am besten. Weil ich würde schauen, ob ich da was reinkriege. Habe ich noch einen Exporter bei mir? Ja, habe ich noch. Nice. Dann tun wir das schnell probieren. Wir stecken mal hier irgendwo am Netz mal an. Stecken wir hier mal schnell an. Ich brauche ein Bucket auf jeden Fall. Weil die Idee wäre, dass er sozusagen einen leeren Bucket nimmt. Und da reinsetzt. Wo ist denn der Bucket? Ich hab nochmal im Portfall. Na, schau her, das geht hier gar nicht. Schade. Ich hätte auf jeden Fall gefeiert. Wenn das ging, dann muss ich es halt ablaufen lassen. Wie gesagt, ich muss noch überlegen, genau wie ich die Technik machen will. Ein bisschen forschen ist eh nicht schlecht, wie ein Kerbal Space Program. Genauso werden wir das System hier noch verbessern. Damit einfach dann hier alles entstehen kann, so wie es soll. Der ist ja auch mittlerweile verwirrt. Was haben wir noch in den Dry Basin gebraucht? Ich bin mittlerweile wieder schon draußen, dass ich nicht mehr weiß, für was wir das gemacht haben eigentlich. Hehe. Irgendwas mit Lava war's. Was, Blaze Powder? Nee, Blaze Powder war es nicht. Ich muss eigentlich wieder nochmal Lava holen, dann sollte ich das wissen. Ich glaube, das ist mittlerweile Wasser drin, ne? Nee, warte mal, geht. Geht noch. Ich schütze den Wasser. Was hast du nochmal produziert? Für was warst du nochmal zuständig? Ah, Magma Block. Stimmt. Okay, wir gecheckt. Aber Leute, ich würde sagen, das werden wir werden in der nächsten Folge herausfinden, wie gut das ganze System war. Wisst ihr, dass ich dumm bin? Okay, das machen wir, das müssen wir so probieren. Wie soll er denn was exportieren, importieren, wenn nichts dran ist? Das kann ja nicht klappen. Und es funzt. Problem, er tut halt zu viel hin. Was halt ginge, ich könnte nur den Bucket raus. Rein theoretisch. Das ist ein unpraktischer Test jetzt sozusagen, den wir jetzt hier machen. Es wird nur mal die Praxis getestet. Oh, dazu sollte es jetzt auch nicht sein. Das ist noch so schön zum Abschluss der Folge. Ist, glaube ich, was ganz Nettes. Dich platzieren wir hier. Das war jetzt schon wieder falsch. Dich platzieren wir hier. Dich platzieren wir drauf. Der platziert sich in die Richtung, in die ich gucke, oder wie? Das ist jetzt noch die letzte Herausforderung sozusagen. Perfekt. Dann kann ich ja, ich mache immer einen Right-Click. Ich will, dass er das mit Kobbel auffüllt. Brauchen wir natürlich dafür rein theoretisch unseren Simple Generator daneben noch. Hat er keine Energie mehr, warte mal. Ich will gucken, ob ich daraus rein theoretisch ein selbst erhaltenes System machen kann. Dafür brauche ich erstmal genug Lava. Natürlich brauche ich mal Grundbooster. Wenn das ginge, wäre es natürlich Genius.
So, okay, die Lava geht durch. Scheint aber aktuell noch nicht zu reichen. Wo wird die denn gestort? Aber wir haben keinen. Das macht er natürlich rechtsklicks ohne. Dafür brauchen wir erst. Oh. Das kommt davon, wenn man Scheiße baut. Deswegen, liebe Leute, haltet euren Raum immer aufgeräumt und immer genug Inventar drin. Oh Gott. Total vergessen. Ohne Cobblestone geht ja gar nichts. Der voll. Der ist voll. Wahnsinn. Das ist auch fürs erste. Also wirklich. Und dann sollte die Energie zu verbrechen. Aber rein theoretisch könnte das sozusagen funktionieren. Das ist auch die ganze Frage im Grunde, die wir hatten. Und dann das Ganze mit dem wirklichen Lavasystem verbinden. Kann ich mir cool vorstellen, auf jeden Fall. Kann ich mir cool vorstellen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.